Ja, liebe Zuschauer, willkommen in Wiesbaden. Neben mir Sebastian Spitznagel, ihr seht, ich habe extra meinen hässlichsten Pulli ausgepackt. Ja, dass Sebastian einmal gut aussieht neben mir. Aber nur, also, weil ich dein T-Shirt dann anhabe. Also ihr seht, die Stimmung ist gut. Wir beide haben richtig Bock heute, ja, oder? Natürlich, ja. Spitzenspiel. Ja. Sebastian, muss ich ganz herzliches Danke mal sagen, hat drei Kinder zu Hause, hat sich rausgeschlichen von seiner Frau. Auch mal Grüße an die Frau Spitznagel, dass sie dich immer hier rauslässt. Weiß ich und wissen wir, die Zuschauer, sehr zu schätzen. Danke. Ja, Sebastian, heute, die Partie gab es schon zweimal. Wir waren hier auch beim Pokalspiel, richtig, enge Kiste. Ich habe mit einigen Leuten vorher gesprochen, die haben gesagt, heute haut der RSV Landil richtig einen raus. Zeigt den Rhinos mal, wo der Hammer hängt. Was denkst du? Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil die Pokalfasspleite von Landil war ja schon ein Anstoß, dass sie nochmal ihren Stellenwert hier in der RBBL zeigen. Oder sie müssen ihn zeigen, weil sie wollen ja deutscher Meister werden und auch, ja, Pokalsieger. Und ich glaube, da können sie sich mit der Pokalfassniederlage nicht hier Rosen schreiben. Ja, ein Mann hat das Pokalspiel dominiert, Piotr Lubczynski. Ich glaube, 36 Punkte hat er rausgehauen hier. Double Digits, war richtig stark, kaum zu verteidigen. Was müsste, ja, Wiesbaden, Cliff Fischer machen heute, um so Lubczynski ein Stück weit zu limitieren? Also das Problem ist schon mal, dass man den Spieler gar nicht komplett ausschalten kann. Das ist schon mal das eine. Das nächste ist ja, Landil war nicht komplett. Ja, da haben ja die zwei Jungstars gefehlt, der Nico und der Huber, genau, Chris Huber. Ich denke auch, dass die anderen wie Böhme, Häveli, Dierköhler, Lenz, Bestwick, die hatten keinen guten Tag. Aber ich denke, wenn die heute alle fit sind, hauen die alle mal einen raus. Da kann man nicht nur auf Piotr sich konzentrieren und das darf auch der Cliff Fischer nicht machen, weil sonst ist das Spiel gleich gelaufen. Ja. Die Rhinos als Aufsteiger richtig erfolgreich, sind so gut wie sicher eigentlich in den Playoffs. Wenn du jetzt ein kleines Fazit ziehen müsstest über die Leistung der Rhinos, du hast ja alle Spiele gesehen jetzt in der Saison, wie würde das ausfallen? Ja, sehr positiv natürlich, weil ich habe noch andere auf dem Zettel gehabt, auch wie zum Beispiel Zwickau, die ja gnadenlos untergegangen sind bis jetzt. Ja. Also man muss Hut abnehmen für die erste Saison, weil wir sind ja nicht wie damals, wo man sagt, okay, als Aufsteiger kann man gleich oben mitspielen, da waren nur zwei Mannschaften oben, das, ja, ist ja so nicht mehr, es sind ja alle sieben Mannschaften, wo da mitspielen, die können alle bei den Playoffs mitspielen, sogar Bonn. Und da hat sich die Rhinos echt stark gemacht. Hat der Korder, sage ich mal, einen guten Job gemacht, auch in der Teamzusammenstellung, oder? Natürlich, natürlich. Das muss man klar sagen. Weil sie können als Team können sie einiges erreichen. Das sieht man ja auch, wo sie Landil sehr lange geärgert haben im Pokal und auch andere Spiele. Ja. Und man kann echt den Hut ziehen vor der Mannschaft, also wirklich vor der Mannschaft, was sie bis jetzt geleistet haben. Weil es sind keine Superstars, ja? Das sind alles sehr gute Spieler. Okay, Shannon muss man rausnehmen. Das ist mit die beste Spielerin der Welt. Aber im Großen und Ganzen ist es ja ein Team. Und sie spielen sehr gutes Teambasketball und das macht sie auch so unberechenbar. Ja, einer, der förmlich explodiert ist, ist André Hopp, der ja richtig Gas gegeben hat. Riesenüberraschung. Riesenüberraschung. Aber ich glaube, das hat er auch gebraucht, weil er war ja immer in der Mannschaft, wo er der Leistungsträger war. Und jetzt kann er sich mal mit unterordnen und man hat auch nicht immer als Gegner den Fokus auf ihn. Ja. Sondern kann er auch mal so hintenrum reinschleichen, seine Punkte machen, die macht er ja, was man sieht. Und sehr gute Entwicklung, echt. Einer, der genauso eingeschlagen hat in Wiesbaden, ist Matze Gündner. Eiskalt, ne? Also ich habe vorhin kurz mit Björn Lohmann gesprochen vor der Partie. Der war auch hellauf begeistert. Hat gesagt, der Typ kommt von der Bank, Eiswürfel, sicher, macht die Punkte oder der macht einfach Spaß. Ja, aber der Güte sieht man ja schon über die letzten Jahre. Also das ist ja nicht von jetzt auf nachher passiert, sondern er hat ja auch letztes Jahr in der zweiten Liga für Wiesbaden Bären Job gemacht. Ja? Ja. Man sieht halt seine Steigerung von Jahr zu Jahr. Und ich bin echt mal gespannt, was er nächster dann raushaut. Ja, wenn der ein oder andere Verein schon die Fühler ausstrecken, aber so, dass er noch Vertrag hat, so viel ich weiß von Mirko Korda hier in Wiesbaden. Und du sagst ja auch immer, es wäre eigentlich das richtige Umfeld für Matze Gündner hier in Wiesbaden, oder? Ja, weil halt Mirko macht echt einen guten Job, hat echt so die gleichen Spielertypen zusammen. Ja, natürlich könnte man sagen, da vielleicht noch eine Verstärkung. Aber wenn man das sieht, die sind alle, sie lachen, sie freuen sich, hat man auch gegen München gesehen, haben auch den Kopf nicht verloren, wo sie dann nochmal rangekommen ist, München im letzten Spiel. Und ich glaube schon, dass es hier für den Matze für die nächsten ein, zwei Jahre definitiv ratsam wäre zu bleiben. Ja. RSV Landil, jetzt drei, vier Topspiele hintereinander, jetzt in Wiesbaden, dann müssen sie nach Elksleben, ne? Hamburg kommt auch noch, beziehungsweise müssen nach Hamburg, weiß ich jetzt gar nicht.
dann Champions Cup bzw. Euroleague, auch hartes Programm jetzt, ne? Die Woche der Wahrheit für Nick Zeltiger und seine Jungs. Ja, aber ist auch was Schönes, oder? Also man ist ja froh, wenn man immer auf hohem Niveau spielen kann. Es wäre ja schlimm, wenn man immer so ein, ich sage jetzt mal wie in der Türkei, da gibt es zwei Top-Teams, ja, oder in Italien, wenn die dann immer das Hoch und Runter, so können sie auf ein Level bleiben. Sie wissen, was sie spielen müssen und können nicht einfach mal sagen, oh, jetzt ruhen wir uns mal aus. Und jeder Spieler will lieber spielen wie trainieren und da ist es auch echt okay. Ja, apropos Italien. Du bist ja unser Experte, was Italien betrifft. Also Matt Scott hat wie viel? Dreieinhalb. Aber zu meiner, wo ich gegen ihn noch gespielt habe, hat er noch vier gehabt. Der war mal Vier-Punkte-Spieler und wurde auf 3,5 runter klassifiziert. Also liebe Zuschauer, vor allem die Jungen unter euch, ja, also Matt Scott hat auch mal mit 4 Punkten gespielt und ist jetzt bei 3,5. Ja, wo wir schon bei Italien sind, Europameisterschaft, die Gruppen wurden ausgelost. Ja. Hartes Brot für Zeltinger und seine Jungs. Wir haben Zettel vorbereitet, Türkei, GB, Israel, und Litauen ja. Und Joachim Linden und seine Schweden in der Vorrundengruppe. Was ja. Sagst du als Fachmann? Das Problem ist, es gibt ja eh nur zwei Gruppen. Also ja. Egal, ob es jetzt in einer anderen Gruppe wäre mit Spanien und so, wäre ja auch nichts Leichteres geworden. Aber ich denke halt, dass sie mit der Türkei und GB gleich mal eine Riesengruppe erwischt haben. Schweden ist immer so ein kleiner Außenseiter, weil man nie weiß, wer kommt alles mit. Ob ein Haidari mitfährt, ja, das ist ja nochmal mit Joachim Linden. Nochmal zwei richtige Dampfhammer, ja. Wo der Gas geben auf dem Parkett. Ich denke halt mal Israel mit Dior und Konsorten. Den kennst du auch noch, oder was? Gell? Ja, der hat mal hier in Deutschland gespielt und ich habe in Italien habe ich ihn auch ein Jahr als Gegner gehabt. Also jedes Mal als Gegner hier in Deutschland, wo er noch in Bayreuth gespielt hat. Und ja, aber ich denke Israel nicht so... Also ein Team, das man eingeschlagen muss. Richtig. Also Israel, Litauen, was? Aus Zwickau. Aus Zwickau kommen wir dann auch nochmal zu sprechen. Ja, aber die müssen sie weghauen, also da gibt es nichts. Und GP und die Türkei, das ist halt dann wirklich tagesabhängig, sag ich. Ja, kommt auch drauf an, ob der Zeltinger dann irgendwie ein paar Tricks macht, sag ich mal, so in der Vorrunde sich zu präsentieren. Oder willst du das gar nicht machen, dass man sagt, was weiß ich. Ich kassiere jetzt gegen GP halt eine Niederlage und haue dann richtig einen raus. Bei der letzten eben in den Booster. War es ja so, dass man in der Vorrunde, glaube ich, hat mit GB geschlagen und dann verloren im Vorrunde. Aber ich denke, in so einem Turnier darf man nicht mit so einer Einstellung reingehen, weil du willst jedes Spiel gewinnen. Jetzt fängst du an, lässt dir deinen Kopf hängen, das darfst du nicht. Weil du willst ja immer das Beste geben und ja, das ist halt, ich glaube, kein Spieler möchte verlieren. Ja. Keiner. Egal, ob es jetzt von der Qualifikation besser ist, dass man gegen anderen Gruppengegner kommt. Also das glaube ich nicht, dass... Alles Spielchen letztlich. Ja. Also das glaube ich nicht, dass man es macht. Weil da kommt man auch aus dem Rhythmus raus. Weil man weiß ja, was man kann. Und wenn man in der Vorrunde ja auch den weghaut, dann kriegen die anderen ja auch erstmal Respekt. Ja, ja, und deswegen würde ich solche Spielchen würde ich keinen raten. Ich hatte es eben schon angedeutet, hat kurz mit Björn Lohmann vor der Partie gesprochen. Ehemaliger Nationalspieler schlägt jetzt nicht mehr auf für. Ich muss da kurz dazu was sagen. Ich muss zu ihm sagen, okay, er ist einer der weltbesten Einzelnen. Ja, Björn Lohmann hat auch gesagt, die Eltern gucken zu, von daher schöne Grüße an Eltern Lohmann. Weiß er, Bonn, glaube ich, oder wie auch immer. Ja, Bonn. Genau. Ja. Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht, jetzt sag ich gar nicht was. Du hast mit Björn Lohmann nochmal vor dem Spiel geredet. Ja, mit Björn Lohmann. Ja, jetzt bin ich ja vollkommen von der Rolle. Was wollte ich sagen über Lohmann? Ja, wie gesagt, er hat aufgehört. Ja. Wie schätzt du jetzt die Chance? Achso, genau, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden auch wieder gefunden. Er hat mir gesagt, die ersten vier einer jeden Gruppe kommen weiter. Also, die Informationen, die da fließen, liebe Leute, das ist einfach eine pure Katastrophe. Seht es mir nach, wenn ich da so direkt bin. Es weiß kein Arsch, wie da was läuft, also du musst wirklich tief einsteigen auf die Homepage, um rauszukinden, wie diese ganze EM abläuft. Also es ist so, laut Lohmann, dass die ersten vier Mannschaften eben weiterkommen in die K.O.-Runde. Also, dürfte eigentlich machbar sein. Ja, dann. Aber es ist halt ein bisschen komisch, halt mit zwei Gruppen zu starten und dann immer hier 4-1. Ja, ich finde es nicht richtig, weil ich würde dann lieber drei Gruppen machen und würde eine andere Quali spielen. Ja. Und aber ja, es jedem selbst überlassen. Okay. Lass uns kurz die Teams kurz durchgehen. Wir haben jetzt gesprochen über Israel, da war der eine Spieler da. Schweden, Linden, der ja auch ein Bombensaisonspiel. Ne? Also der ist ja. Aber schon über Jahre. Ist ja nicht nur jetzt dieses Jahr, auch letztes Jahr, wo sie Meister geworden sind. Er ist konstant. Und der ist so arme, ne, der Linden? Ja, nicht ganz. Also finde ich Reim und seine Größe. Ja, okay. Nein, aber der spielt ja eine konstante Saison. Ja. Und ist schon nicht nur diese Saison, auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr. Wo sind so seine Stärken? Lindens Stärken, wo sind die? Ja, fahrisch halt brutal stark. Ja. Und dann hat er halt auch noch einen guten Schuss. Er zieht seine Mitspieler, er zieht gerne, arbeitet sehr fürs Team.
ja, was man jetzt so von der Ferne sagen kann. Ja. Und ist schon außergewöhnlicher Dreier. Ja. Zwei Jahre. Lutz Lessmann war auch froh, dass er wieder zurückgekommen ist. Natürlich eine Riesenversteigerung auch, ne? Klar, einer der weltbesten Spieler. Okay. Gut, Schweden, Haken, Israel war der eine Spieler, den wir jetzt kennen. Ja. Der hat auch letzte Woche hat er Champions League gespielt in der Quali. Genau, in Elfsleben. Genau. Okay. Ja, aber ich denke, Israel ist nicht, muss man schlagen, definitiv. Ich meine nicht böse, aber es ist wirklich so. Ne? Also sie müssen weggehauen werden, um wirklich eine Chance haben. Der Druck ist ja da, sage ich ganz offen. Ne? Also wurde ja viel gesprochen über das beste Team aller Zeiten. Ja. Jetzt muss geliefert werden, ganz klar. GB? Ja. Ich sag, GB kann man nicht so ausrechnen, weil man nie wissen, wer sie mitnimmt. Ja? Bestwick letztes Mal gar nicht dabei. Und die haben ja einige Vierer halber, ob es jetzt ein Bywater, Mann, Bestwick, die haben immer einen oder Heikuk. Ja, die haben ja schon Kracher. Auch wenn man runtergeht, sie haben sich gut aufgehört mit Jabal, mit einem Punktespieler. Ja, und dann hier noch unseren Sagi in Italien. Ja, die haben schon so unberechnetes Team. Natürlich wieder mit Favorit wie jedes Jahr. Die sind ja immer Favorit England. Ja. Haben ja auch ein sehr gutes Konzept. Darf man ja auch nicht vergessen, dass die ersten 12 immer bezahlt werden und auch fürs Nationalteam abgestellt werden müssen. Ja, dann haben wir noch die Türkei. Ja, die Türkei. Bevor wir uns setzen, vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Türkei. Cem Gürbulak. Ja, halt auch die alten Bekannten. Und also es wird halt wieder interessant. Also da kommt es nur auf die Tagesform ab und wer den besseren Willen hat. Okay. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt bis hierher Spaß gehabt. Mein Kollege... Gut aussehen, Sebastian Spitzer. Genau. Wir setzen uns jetzt hin. Ja. Ja, die Mannschaften laufen gleich ein. Wir haben die Starting Five für euch. Viel Spaß an dem Bildschirm zu Hause und wir werden auf jeden Fall haben, oder? Richtig. Okay. Und Anna Deutner, gute Besserung und wir geben allerbeste. Genau, also. So. Landil rollt rein. Ja, Joe Bestwick hat ja auch, glaube ich, letzte Woche oder beim vorletzten Spiel hat er ja ganz viel Spielzeit gehabt, weil Luczynski nicht gespielt hat. Hat er gleich seine Punkte gemacht? Ja, der hat ja auch in Bonn, habe ich ihn gesehen. Waren wir ja da, Uli und ich. Ja, er ist auch sehr. Hat auch hochklassig getroffen, aber hochprozentig hat er abgeschlossen. Ne? Also sehr sicher war Bestwick. Also definitiv ist Bestwick auch einer der besten europäischen Center, muss man klar sagen. Es ist halt immer sehr schwer, wenn du halt immer so richtige Kanten wie Björn vor dir hast, dann auch ins Spiel zu kommen. Ja, aber er hat es aktiv angenommen. Ne? Hat er auch bei mir im Interview gesagt, er sagt, hey, ist halt so, aber da muss ich dann halt für meine Einsatzzeit dann auch hart ackern. Ja, ist wie in der Nationalmannschaft bei ihm, ja. Ja, da scheint es ja auch nicht so rund zu laufen in England. Aber mit der Trainerfrage, das ist alles so ein bisschen, habe ich so rausgehört zwischen den Zeilen, ist man auch nicht so ganz froh. Aber sei es drum. Ja, Starting Five, liebe Zuschauer zu Hause, für Wetzlar, Luczynski, Mikey Pay, dann Annabel Breuer, Tommy Böhme und wen habe ich vergessen? Philipp Häfeli. Und ihr seht jetzt die Reihen aus reinrollen. Ja, David Arment, auch Ex-Wetzlarer, zuletzt kaum Spielzeit gehabt. Ja, das ist halt schon gigantisch, wie sich André Hopp präsentiert oder auch Matthias Güttner. Da ist halt auch schwer, wenn man drei starke Viererhalber hat, der Beste spielt. Ja, Jalen McLachlan, Lebensgefährtin von Nick Zeldinger. Ja, das ist immer eine schöne Frage an ihn. Und wenn du gegen die eigene Frau spielst, ist er. Deswegen habe ich mir eine Frau gesucht, wo nichts mit meiner Mutter hatte. Ja, wir sehen hier gerade am Schluss Nummer 12, Tommy Gray. Ja, auch granatenstark, oder? Richtig. Richtig geile Spiele gemacht zuletzt. Ja, das ist ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Du brauchst im Team harte Arbeiter. Und wenn du die im Team hast, dann können sich andere auch profilieren, Punkte machen, scoren, können sich drauf einlassen. Obwohl er so positiv aggressiv ist, ist er nie laut. Ne? Also ist jetzt keiner, der mal ausrastet, eskaliert, sondern sagen wir, die Power dann auch auf die Straße, auf den Korb bringt. Ne? Bombensaison bisher. Richtig. Ja, aber hat auch in Trier oder auch in Köln, wo er letztes Jahr war, hat er auch keine schlechte Figur gemacht. Aber ich glaube, so stark wie dies Jahr in Wiesbaden war er noch nicht in Deutschland.
Ich denke, du brauchst auch immer ein gutes Umfeld, ne, um dich zu entwickeln, wo du dich wohlfühlst, wo du einfach das Vertrauen hast, immer der Mitspieler, des Managements und der Trainer. Ja, ich denke halt, was auch, ja, ob das jetzt ein Vorteil ist, aber wenn du mal guckst, wie viel Spielzeit sie bekommen, ja, dann kannst du ja ganz anders aufleben. Du kannst ja viel intensiver spielen, du weißt, dass du gesetzt bist, egal wie dein Tag ist. Ja, und dann kannst du auch aufspielen und das ist halt auch so ein kleiner Vorteil, wenn du mit einer kleinen Rotation spielst. Aber wir haben auch schon oft drüber gesprochen, das schafft natürlich auch Unzufriedenheit. Das ist aber so, der Britt Illmann, wie viele Minuten hat sie diese Saison gehabt, genauso wie ein Serdar Antac? Ja. Wenn eine überhaupt. Wenn es hochkommt im Schnitt, ja. Ja, das ist halt schon schade dann, weißt du, aber ja, wir sind nicht, es ist immer schwer zu urteilen von außen, wir waren nicht im Training dabei, wir wissen nicht, wie sie trainieren. Ja. Ja, aber ich denke halt schon, dass es immer kacke ist, wenn einer draußen sitzt und ich weiß ja, wie es ist. Ich habe auch so angefangen auf der Bank und ja, da muss man aber durch. Es kommen auch andere Zeiten, man muss sich zeigen, wenn man ein paar Minuten kriegt und dann spielen sie auch wieder. Ja, ich hab ganz vergessen, nach einem Tipp zu fragen. Ja, du hast ja bisher immer getippt, wie die Partie ausgeht. Also ich denke schon, dass es zweistellig für Landil heute ausgehen wird, weil Landil zeigt sich definitiv heute, wenn du mal guckst, sind alle hier schon sehr motiviert und ich glaube schon, dass sie heute mal einen auspacken werden, um ein Aufrufezeichen in der Liga zu setzen. Was ich für Wiesbaden aber nicht hoffe. Wir wünschen uns ja immer spannende Partien. Richtig. Ja, das ist auch schwer, weil wenn du in Wiesbaden guckst, sie machen relativ, die pressen ja sehr früh, sie machen gleich Druck auf den Ball und ich denke, es ist halt, damit musst du auch umgehen können, auch als so große, erfolgreiche Mannschaft wie der RSV Landil. Ja, aber wie willst du jetzt als Trainer das angehen? Ich sag mal, die haben im letzten Spiel oder im Pokalspiel haben die ja relativ früh gepresst. Würdest du dann als Zeltinger den Fokus darauf legen, im Training bzw. in der Vorbereitung? Und würdest du dann als Cliff Fischer irgendwie anders das spielen? Als Cliff ganz einfach. Heute können sie sich nur beweisen und zeigen. Ja, da würde ich sagen, geht raus und habt Spaß. Ja. Ja, weil wenn du Spaß hast, kannst du gleich eine andere Hausmarke raushauen. Und ich denke, das wäre nicht der Cliff, der sagt, hey, spielt so wie im letzten Spiel im Pokal, habt Spaß und haut einen raus. Das würde ich als Cliff sagen. Ich würde da gar nicht viel taktieren, weil es wird keinen Sinn machen. Ja. Ja, weil da musst du ja, du kannst keinen Spieler nehmen, du musst die ganze Mannschaft nehmen. Und da ist auch Landil unberechenbar. Siehst du heute bei der Aufstellung, Hevel ist nicht immer das Starting Lineup. Ja, heute ist das Starting Lineup. Ja. So, die können dann auch mit 2-2 auffahren, die haben ja auch alle Variasetten haben sie ja drauf. Ja, das haben wir jetzt aber bei Wiesmann noch gar nicht gesehen, ne? Also wir haben ja davon gesprochen, dass die Rotationsmöglichkeiten größer sind jetzt mit der Rückkehr von Thomas Gundert. Ja. Ja. Ja, aber das Problem ist ja, wie lange trainiert er schon? Er trainiert ja seit diesem Jahr und da ist halt auch sehr schwer. Wir spielen immer noch erste Liga, nicht zweite oder Regionalliga, wo du sagst, nach einer verlängerten Verletzung kannst du wieder zurückkommen. Und ja, der Trainer muss ja auch erstmal finden, wie die Harmonie stimmt. Ja. Sie müssen sich einspielen. Er muss topfit sein, dass er da mitgehen kann. Was man sagen muss. Jetzt bin ich ja schon wieder aus dem Konzept, ja, weil der Schiedsrichter nach Wasser verlangt hat. Ja, aber warum du? Also hier muss man auch alles machen. Ja, wie aber ist ich denke halt, nur einmal mit Profis arbeiten. Ja. Ja, und ich denke schon, dass so, wenn wir jetzt mal von Nick sprechen, was er seinen Jungs sagt, Jungs, das ist die Stunde der Wahrheit. Und ich denke, es könnte ja auch Playoff sein dann, ne? Also das ist ja das, was... Natürlich, aber ich denke, dass er heute auch viel testen wird für die nächsten Wochen, weil die werden echt schwer. Und sie rechnen den Sieg fest ein und dann kannst du auch mal sagen, hey Jungs, heute wird was probiert. Ja. Und verspielt verschiedene Lineups, ja. Und... Ja, von außen was zu sagen in die Mannschaft ist immer sehr schwer. Mein Lieblingssatz, glaube ich, langsam. Ja, aber du hast ja auch recht. Was sollen wir jetzt da reininterpretieren? Im Training sind wir nicht. So, Hopp holt sich den Hochball. Janet McLachlan. McPhail. Sehr schön durchgetankt. André Hopp, sicher, 2-0, erste Punkte für die Rhinos, André Hopp. Was man schön sieht bei Wiesbaden, sie spielen sehr weit oben, versuchen die Leute sehr früh zu stoppen.
Gelingt nicht immer, wie man es gerade sieht. Aber sie versuchen die Zone freizuhalten. So. McPhail, McLachlan. Oh, Pass. Ja, kam ein bisschen überraschend für ihn. Ja, aber jetzt siehst du schön, Landil macht das, was Wiesbaden letzte Woche gemacht haben. Versucht gleich einen wegzukreuzen. Ja. Oder auch zwei. Mikey Pay. Luschinski. Eiskalt. Nein. André Hopp, auch McPhail. Es ist sehr schwer, auch als großer Sender über Schenne zu schießen. Ja, John McPhail. Sehr schön gezogen. So, Foul für Luschinski. Schön wäre es gewesen, wenn er jetzt den Layup weiter durchgezogen hätte. Ja, wenn, so, wenn da so ein Fels steht, ne? Egal. Oh, egal. Er wollte das Foul. Das Foul hat er gekriegt, aber da kannst du ihn auch ablegen. Hopp. McPhail. Tommy Gray. Mit Brett vorbei. McPhail im Rebound. So, Tommy Gray. Geht dann rein. Schnell. Luschinski mit dem Rebound auf Tommy Böhme. Luschinski. Ja. Easy Shot. Easy Money. So. Schlechter Pass. Schlechter Einwurf hier, gleich abgefangen von Mikey Pay. Sieht man auch selten von Shannon, gleich zwei Fehlpässe in den ersten paar Minuten. Mikey Pay. Ja, Help, Ulta Gray, Tommy Böhme. Nimm den Wurf. Schönes Mismatch. Da hast du gesehen, dass er das Mismatch ausgenutzt hat. Hat nochmal nachgezogen zum sauberen Schuss. Jetzt Überzahl Wiesbaden. Ja. Annabel Breuer rollt nach. Hopp. Immer noch Hopp. Nimm den Wurf. Oh, da gehen sie beide zum Rebound. Hopp hat ihn noch. Raus aus Palmer. McPhail. McLachlan nimmt den Wurf. Easy. Ja, aber was du schön siehst bei Landil, sie lassen die Zone zu. Die haben zweimal die Jungs reingelassen. Und jetzt schließen sie die Zone und zwingen Wiesbaden von außen zu schießen. Tommy Böhme, Hefli. Gut gespielt, schlecht verteidigt in dem Fall von Wiesbaden. Ja, aber gut gespielt von Annabel Breuer. Ja. Was hier den schönen Ziel gefahren ist für Hefli, leider ohne Korbabschluss. McPhail. McLachlan. Pay mit dem Rebound. Böhme alleine vorne. Mikey Pay. Da kommt Hefeli. Easy. Easy Layup. 6-4 für Wetzlar. Ja, ich finde, Wiesbaden-Spiel ist nicht clever vorne. Sie müssen vielleicht mal jetzt die Luft rausnehmen, dass sie wirklich mal langsam aufbauen und alles so hektisch. Und so Notwürfe. Ja. Hopp trifft nicht, immer noch 6-4 Führung. 8-4, Entschuldigung. Ja, ich denke jetzt, Cliff nimmt eine Timeout und wird mal sagen, Jungs, kommt mal vorne etwas runter, weil es einfach zu hektisch. Ja, Mikey Pay ganz alleine. Ja, diese Shot. Alle Zeit der Welt. Und da ist Timeout von Cliff Fischer. Ja. Schmeckt ihm nicht. Ja, was wird ihr denn sagen? Ruhe reinbringen ins Spiel vorne? Definitiv, definitiv, weil vorne jetzt schon. Ja, jetzt waren jetzt in der Offense zwei einfache Ballverluste, zweimal von Shannon sogar. Was man auch ungewohnt hat, jetzt gerade eben, hätte ich auch nicht einen John angepasst, sondern André, wo frei in der Zone ist, weil es einfach so hektisch ist. Wenn die einfach mal so einen Gang runterfahren und vorne, wie Landil hast du gesehen, sie spielen so lange den Ball hin und her, bis einer frei ist. Und das wäre Wiesbaden jetzt angetan, in der Offense genauso zu tun. Ja, wieder gut besucht hier. In Wiesbaden. Was man jetzt auch schön gesehen hat, diese Seals von Annabel Breuer. Entschuldigung. Ja, weil die macht sie echt. Erklär doch mal ein Line, was ein Seal ist nochmal. Ja, ein Seal ist, wenn ein kleiner, egal welcher Spieler, nimmt seinen eigenen Spiel wie ein Stug mit in die Zone. Das heißt, er blockt den Weg frei und dann Korb. Okay.
So, mal gucken, ob jetzt Wiesbaden mit der nötigen Ruhe dann im Angriff agiert. Ja, und jetzt sieht man, Landhill geht etwas weiter rein, weil sie sagen, wir schließen die Zone und lassen Wiesbaden lieber aus mehr Platz und sollen erst mal gucken, wie von draußen sie treffen. Das sieht man sehr schön, dass sie die Zone echt eng stellen, dass kein leichter Korb erfolgt. Ja, McPhail sieht jetzt rein, Jalen McLachlan von außen. Ja, sie müssen die Schüsse von außen nehmen, wie von dir prophezeit. Treffen in dem Fall nicht. Und hier wieder Annabel Breuer, ein schönes Ziel gefahren für Helfeli. Luczynski trifft nicht. Palmer, Hopp ganz alleine vorne. McPhail bringt den Ball. Ja, hat zu lange gedauert in dem Fall. Fällt unten durch, raus auf McLachlan. Die tankt sich durch, versucht es zumindest. Und da hat Jim Palmer, André Hopp. Schön gepasst, schade. In and out. Ball fällt nicht. Und hier, RSV Landhill rollt. Aber heute sieht man auch so ein bisschen von Wiesbaden, dass der Ball flüssig nach vorne läuft. Gerade eben André vorneweg, 3-4 Sekunden alleine in der Zone, kam kein Ball. Hefeli macht ja einfach Punkte. Das ist jetzt ein Spieler, der kam mit 3,5, ist jetzt 4-Punkte-Spieler. Ja. Bei ihm war es andersrum. Ja, ich weiß, warum ich dir als Experte habe, mein Freund. So, McPhail raus auf Tommy Gray. Zurück auf McLachlan. Ja, sie kommen in die Zone, ne? Richtig. Muss den Wurf nehmen, trifft nicht, aus der Not geboren. Und zack, wieder schnelles Spiel jetzt, Tommy Gray. Oh, eine Pirouette hier von Böhme. Böhme auf Luczynski. Luczynski auf Pay. Pay wieder ganz frei. Leicht. Diese Schatten. Eiskalt. Ja, das zeigt sich halt aus. Sehr sicherer Schütze von draußen. Also die Zonenverteidigung von Landhill ist schon stark. Oh, er kriegt noch das Foul, McPhail. Nick Zeldinger sieht es nicht so. Aber jetzt haben sie mal clever gespielt, haben halt ein bisschen lang gedauert. Ja, aber es bringt nichts, wenn er in der Zone ist, wenn er einen Jotra oder einen Heavily vor sich hat. Ja. Ja, Matchplan scheint aufzugehen von Nick Zeldinger. Ne? Also die Jungs und Mädels in dem Fall draußen lassen. Ja, ich denke, es ist halt auch gut getan mal für Wiesbaden, wenn sie mal ein Ziel reinfahren, dass der Große frei schießen kann. Ja, immer noch 10 Punkte vor. Die Hooligans aus Wetzlar hier. Macht einen. So, 9 tief. 14-5 für den RSV Landhill. Tommy Böhme. Auf Luczynski und sehr stark, André Hopp. Schön gemacht. Oh, ja. Unsportlich. Unsportliches Foul. Foul von Annabelle. War es jetzt eins? War es ja, klar. Ja. Weil er wäre alleine durch gewesen. Ja. Zum Easy Layup. Muss er machen. Muss ja, sieht machen. Sieht man schön, hier Pay ruft seine Jungs zusammen. Und das Mädel, in Anführungszeichen. Ja. Er war aber clever von Annabelle Breuer. Ja. Hoppe da auf, wo er letztes Spiel aufgehört hat mit seinen Freiwürfen irgendwie. Ja. Nur Backsteine. Ja, der geht rein. 8 tief. Einwurf von der Mittellinie, John McPhail. John McPhail immer noch. Auf André Hopp. Ja, trifft auch nicht. Im Zurückrollen. Ja. So, Tommy Böhme. War auch Trailer. Da ist Mikey Pay und das Foul. Foul von McPhail. Muss er machen, das Foul. Ja.
Die Hooligans vom RSV Lahn-Dill eskalieren leicht. Ja, Schiedsrichter hat's gepfiffen. So, tief Einwurf von Pay und hopp schon wieder dazwischen, ne? Jetzt alleine ja. Hier. Und jetzt kommt ja das, was du sagst, den muss er jetzt machen, ne? Richtig, macht auch. Ja. Ja. Nein, und das ist eine andere Stärke, was er in Wiesbaden echt stark macht, dieses Fischen. Ja, jetzt so kleine, so ein Mini-Lauf, die letzten Punkte nur von Wiesbaden. Böhme trifft nicht, Tommy Gray mit dem Rebound, schnell gepasst auf McPhail. Ja, aber jetzt siehst du, wie schnell Wiesbaden umschaltet, wieder mit einer Überzahl, ja, hier. 4-3. Müssen sie clever spielen, Mann. Oh. Ja, trifft nicht. Mikey Pay. Ja, das Problem ist halt, er hätte ein bisschen noch warten müssen. Und nicht einfach losfahren. Aber Piotr. Okay, 3 Seconds. Ja, ein bisschen unkonzentriert jetzt, wie Wiesbaden, sagt schon Metzler. Ja, guck mal, André gleich vorgefahren. Ja. Zieht die Defense von Lahn-Dill sofort runter. Aber Lahn-Dill will ja die Zone verteidigen, so wie man jetzt sieht. Janet McLachlan. Ja, über die Zone zu Tommy Gray. Mit Brett trifft nicht. Ja, die Schüsse fallen irgendwie nicht, ne? Also ja, mich wundert so ein bisschen, warum sie das Mismatch nicht in der Mitte sehen von John gegen Annabel Breuer, dass sie das nicht mehr ausnutzen. Oh ja, gut, Jim Palmer noch dran. Oh, schlechter Wurf. Airball. Airball. Ja, Airball. John McPhail mit dem Ball, Jim Palmer links. Bremst. John McPhail. Ah, und. Super. Und das Foul. And one. Jetzt 6-0 Lauf. Ja, Wiesbaden hat sich ja gefangen. Ja. 6-0 Lauf und der Freiwurf ja jetzt. Und Zellinger will die Auszeit. Ja, aber was man so ein bisschen jetzt als Fachmann leider reinhauen muss, ist, dass sich gegenseitig im Moment auch nicht so helfen. Ja, Schenet ist hinten geblockt werden. Jetzt kann man so ein schönes Überzahl draus machen, wenn sie geholt wird. Da müssten wir so auf beiden Seiten im Moment ein bisschen mehr drauf achten. Ja. Genauso wie vorne in der Offense für Wiesbaden. Das John, das Mismatch gegen Annabel Breuer hat, sie sinkt gerne ab, muss er ja, weil sie fahrisch nicht so stark ist wie John. Da könnten wir auch so ein bisschen mehr für Wiesbaden der Seite rausholen. Ja, sah erst klar aus, ne? 10 Punkte vor für den RSV. Jetzt ein kleiner 6-0-Lauf für Wiesbaden und schon sieht es wieder anders aus. Tut gut fürs Spiel. Ja, wollen wir haben. Schönes, spannendes Spiel. Ja, aber du siehst ja, die haben jetzt in der Defense zugelegt, ja, André allein schon 2 Bälle geklaut, ja, muss man sagen, ja. Und das macht er bombisch. Und wenn du die umsetzt, ja, und gleich triffst, dann kriegst du deinen eigenen Lauf. Entschuldigung. Und das hat halt Wiesbaden sehr gut gemacht und Lahn-Dill hat einen Knacks gekriegt, hast du auch am Airball von Heavily gesehen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Aber das ist es ja, wenn man nicht schön die Schüsse rausarbeitet oder die Seals, dann ist ja es auch für einen Profi schwer. Ja, Zeltinger vertraut auf das Starting Five, genauso wie Wiesbaden, also keine personellen Änderungen jetzt hier auf dem Court. Ja, Wiesbaden darf ja nichts ändern. Sie haben ja gerade einen Lauf. Ja. Und Hopp macht noch den Freiwurf rein. Nur noch 3 vor für Wetzlar. So, Tommy Böhme. Auf Pay. Pay. Gut, von André verteidigt, sehr gut. Hefli. Ah, schade. Schnappt sich den Rebound, aber sieht Rebound, macht rein. So, und da sieht man, McPhail geht ab. Ja, das ist wichtig. Sie kommen wieder mit einer Überzahl nach vorne, Wiesbaden. Hat zu lange gedauert. Janet, McLachlan, André Hopp, Gray. Siehst du schön, Pick and Roll. Leider nicht ganz funktioniert. Gray nimmt den Wurf. Ja, auch ein Airball. Hefeli. Ja, was man auch mal sagen muss, ein faires Spiel, ne? 2 Fouls, glaube ich, bisher. Ja. Ja, auch das Unsportliche. Ja, das heißt aber unsportlich, aber ja, das war einfach nur, das wäre im Fußball. Du warst klar, das immer schnell hier. Tommy Gray. Muss ich erst drehen. Macht trotzdem rein. Super gemacht.
Ja, und noch einen Spruch gedrückt. Und hat noch einen Spruch gedrückt. Nur noch drei. Oh. Mit Brett. Mit Brett. Alter Falter. Also wir gehen kurz in die Werbung. Aber trotzdem wird nicht zufrieden sein. Wir gehen kurz in die Werbung und sind dann für euch da. Wieder zurück, Herr Lutschinski. Ja, mit Brett. Ja. Das kostet normalerweise eine Kiste, so war es bei uns früher. Ja, bei uns nicht. Nein, aber das ist jetzt nur so eine kleine Ergebniskorrektur. Aber trotzdem wird Nick nicht zufrieden sein. Ja. Und ja, es ist im Moment zum Glück für Wiesbaden, dass so ein bisschen hoch und runter geht. Und dann können wir echt noch gespannte 30 Minuten angucken. Ja. Ja, schönes Spiel. Wiesbaden 19-13. Ja. Für die Gäste aus Wetzlar. Mal gucken, vielleicht kann unser Regisseur ja irgendwann mal die Szene dann rausschneiden, den Dreier. Mit Brett Lutschinski, jawohl. Ja, der hat Wiesbaden geschlafen, muss man eiskalt sagen. Jeder wusste, was jetzt kommt. Da muss man weiter draußen verteidigen. Aber mal gespannt, was jetzt passiert, ob Nick umstellt. Weil er wechselt ja gerne nach 10 Minuten. Ja, man sieht schon Dirk Köhler-Lenz. Ja. Ich soll dir sagen, der heißt nicht mehr Dirk Köhler-Lenz, er heißt nur noch Köhler. Scheibe, ja. Also Dirk Köhler, ja. Nicht Dirk Köhler-Lenz. Ja, aber jetzt so ein bisschen hängen geblieben, ja. Man kann ja auch Scheck sagen, das heißt einfach Scheck. Wie es früher war. Okay, also Dirk Köhler für Heveli auf dem Court. Gleich mal einen Größenvorteil für Landil. So, Mikey Pay auf Lutschinski. Hat jetzt Hopp vor sich. Oh, er macht's faul, Hopp. Ja, André darf die Zone nicht auflassen unten. Das ist das Erste, was den Trainer beibringt. Dass die Zone unten geschlossen bleiben muss, das siehst du, er ist schön durchgefahren. Konnte sich drehen, easy shot. Ja. Macht ihn rein. Mit Foul. Ja. Pausenübergreifend, 5 Punkte am Stück jetzt von Lutschinski mit dem Freiwurf. Er 6. Werden 6. Ja. 6. 6 Punkte, 6 in a row. Also ich glaube, Jotre schläft auf 2 Eiswürfel. Ja, genau. Hopp auf Gray. Hopp. Sehr stark von André. Jetzt waren sie mal in der Zone, ne? Ja, aber du musst sehen, André muss schnell abschließen, weil er diese Größe nicht mitbringt. Ja. Aber das macht er sehr stark. So, Lutschinski. Also, Entschuldigung, Köhler. Scheitert an Janet, wie du prophezeit hast, ne? Gegen McLachlan Schuss zu nehmen. McPhail, McLachlan. Ihr Schuss, machst es sicher. Sehr stark. 5 Punkte nur noch. Ne, 5. Nein, nur noch 3. Nur noch 3. Ja, ich weiß ja, weil hier oben steht immer was anderes. Ja, guck mal hier rechts. Ja. Heute ist Paul Nikolaus ist Paul da, Paul läuft Nikolaus hier am Scouting. Lutschinski. Trifft nicht. Okay, das ist jetzt. Das ist jetzt der. Okay. Schiedsrichter hat das Foul gepfiffen. Ja, aber. Muss man nicht geben. Den muss man nicht geben. Ja. Halbe Stunde. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was haben wir jetzt? 3 vor oder 5 vor? Weil oben wir steht, haben noch immer 3 vor. Oben steht 5. 3. Da steht 3. Habt ihr richtig gescoutet oder habt ihr halt 2 Punkte zu viel? Lutschinski macht den ersten. Ja, mal ein bisschen mit dem Scouting reden. Lutschinski macht den zweiten nett. McLachlan. Immer noch Janet, John McPhail und gegen Annabelle. Hopp. Ja. Oh, behind the back pass. Hat nicht angekommen. So, Mikey Pay gibt Gas. Tommy. Oh, schlecht. Foul. Ich glaube, André ist drittes Foul. Hat gleich 2 abgelegt. Ja, Foul, André Hopp. Nein, Offense. Der hat einen Offense gepfiffen. Der hat einen Offense gepfiffen für Dirk Köhler-Lenz. Ja.
Ach, schon wieder. Dirk Köhler. Sorry, Dirk Köhler. Sorry, Dirk Köhler. Verzeih mir. Ja, kurz Irritation. Eskalationsstufe steigert sich langsam hier im RSV Landil Fanblock. Nicht, dass sie dann randalieren. Ja, also Offensivfoul, Dirk Köhler, Ballbesitz, Wiesbaden. So, 23-17 steht's. Also 5 Punkte, 6 Punkte, Entschuldigung, 6 Punkte vor für den RSV. Wiesbaden im Ballbesitz. Hopp. Und Gray holt sich den Rebound fast. Ja. Ja, Palmer stört hier. Mikey Pay. Luczynski hier gestoppt von Hopp. Mikey Pay. Kein Weg. Luczynski hinten von Gray. Tommy Böhme nimmt den Wurf. Ja, trifft nicht. Ja, von Böhme haben wir noch gar nicht so viel gesehen heute, ne? Ja. Müssen wir auch nicht, oder? Was? Ja, vorne Shannon wird nicht gesehen. Schade. Das hat nicht vergessen. Ja. Dass du halt mehrere Spiele in der Mannschaft hast, die scoren und dann ist halt, dass immer einer mal so hinten runterfällt. Ja. So, Hopp trifft nicht. Wieder wilde Würfe. Ja. Die darf Wiesbaden nicht machen. Zu schnell abgeschlossen. Mikey Pay trifft nicht. Ja, was man jetzt schon sagen kann, ist einfach, ist ein gutes Spiel. Oder? Also ist jetzt nicht so... Ja, weil halt auf beiden Seiten die Bälle nicht immer reingehen und so bleibt es halt immer so ein bisschen eng. Aber die Trainer freut es nicht, das kann ich dir sagen. Was wird dich stören oder was stört dich? Ja, sie versuchen nicht mal die einfachen Punkte unterm Brett zu machen. Sondern von außen dann die Würfe. Richtig. Wie jetzt McLachlan die trifft. 4 Punkte nur noch vor für Wetzlar. Also Nick Seldinger hat Sacco noch an, von daher ist alles gut. Okay. Und Ralf Neumann hat sein Board noch? Jawohl. Er hat es doch genau alles. So, Mikey Pay. Ja, aber sie kriegen die Großen jetzt auch nicht runter, ne? Richtig. Und ein Korb. Also macht Wiesbaden auch gut. Ja, sie sind auch ein bisschen enger zusammengerückt. Ja, Böhme trifft. Also auch Wetzlar wird jetzt gezwungen, die Schüsse von außen zu nehmen. McPhail. Ich sag mal, das Gute ist halt für die Wetzlarer, sie können wechseln. Und da ist halt bei Wiesbaden dann später hinaus die Luft ein bisschen eng. Ist sehr intensiv das Spiel. Ja. Sie fahren sehr viel. Ja. Und das Foul von Luczynski an Gray. Wieso hat McLachlan das nicht geschossen? Sie hat das Mismatch gehabt eigentlich, ne? Da wollte sie dann nochmal den Pass weitergeben. Ja, ich denke halt, dass Tommy davor war noch. Ja. Und vielleicht mit Foul abschließen kann, was er auch gemacht hat, leider ohne die 2 Punkte. Okay. Obwohl er sich jetzt an der Freiwurflinie verdienen. Wir haben die Auszeit. Jetzt Zeldinger nimmt sich die Minuten, um seine Mannschaft zu briefen. Ja, wie viele Fouls haben wir jetzt bei Hopp? Kannst du mal kurz rüber springen? 2, glaube ich. André Hopp hat, glaube ich, 2 Fouls. André Hopp haben wir jetzt. Viel? André 1 Foul, Janet 2. Janet 2, André nur 1. Und John McPeel auch 2, glaube ich, oder? Ja. Auch wie viele Foul haben wir bei André Hopp? 1. 1 nur? Schenne 2. Ach, das andere war ja offensiv. Richtig. Foul, Schenne 2. Und John auch 2. Ja, aber Piotre und Heffeli auch 2 Fouls von der anderen Seite, von Landil. Ja, hier mein Freund Tori, 23.2002 hier auf Instagram. Vielen Dank für das Lob. Bist ja immer einer, der uns zuspricht. Also, vielen Dank für deine netten Worte. Wir geben dir alles. Ja, Nick wechselt nochmal, nehme ich an. Ja, Joe Westley kommt. Aber er stellt komplett um. Er bringt jetzt Björn Lohmann, Heavily zurück. Was war Lohmann jetzt eigentlich? Ist er der weltbeste Lowpointer? Was hast du vorhin gesagt? Einer der Weltbesten. Ja, wir dürfen gespannt sein, wer seine Position dann einnimmt. Ich muss mich leider noch mal revidieren, weil das Scouting stimmt mir heute nicht so. Janet hat gar keinen Foul. Janet hat gar keinen Foul, okay. Also erst in and out geht nicht rein von Tommy Gray. Ja, du warst kurz bei den Scoutern.
während Gray hier den nächsten Punkt macht. Also wir dürfen ja gespannt sein, die Nationalmannschaft, wer da die Position einnimmt für Lohmann. Wer ist da die Nummer 1? Heimbach? Ja, ich denke an schon Heimbach, dass der vorne mitspielt. Huber ist ja auch noch da als Zweiter. Ja. Hefeli, ja, unsauberer Pass oder gute Verteidigung in dem Fall jetzt hier von Wiesbaden. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ja. Wenn ich so einen Handpass kriege, muss ich auch mal die zweite Hand dazu nehmen. Ja. Da spricht der Basketballtrainer. Ich habe das auch mal gelernt, ne? Immer so. Ja, du hast auch kleine Hände. Ja, das stimmt. Das war, ich habe es leider nicht gesehen, hat zwei Hände nach vorne gezeigt. Ja, das war immer mein Problem als, im Fußgänger-Basketball, wie ich dann hier in der Michael Air Jordan-Zeit meine 360-Dunks gemacht habe. Wir sind immer, oh, der Ball aus den Onanierzangen gefallen. Lass uns wieder aufs Spiel zurückkommen. Ja, genau. Böhme. Über die Zone, Dreimüller jetzt auch auf dem Court. Ja, sehr sicher. Einfache Punkte hier für. Ja, aber das siehst du, so wie Matthias Güttner, kommt rein. Ja. Erster Schuss. Sauber. Auch ein sehr guter Junge. McPhail sucht das Foul, sucht den Kontakt. Ja, ja, aber das ist das, was sie vorhin gegen Annabelle Breuer nicht so gesucht haben. Jetzt geben Björn Lohmann wohl da. Ja. Wohl das Foul. Zwei Schuss, two shots. Und John McPhail. Also 7 Punkte vor. Wichtig, wenn sie drin sind. Ja, irgend so ein Vogel hat ein Bild von dir gepostet, gell? Da auch. Ja. Ja, der Mann unter Ring holt sich seinen eigenen Rebound zu Gray. Und er macht die 2 Punkte. Sicher. Sehr gut fürs Spiel. Ja. Wiesbaden bleibt dran. Wir haben ein Spiel. 23-27, 4 Punkte nur. Böhme. Immer noch Böhme. So Dreimüller. Ja, jetzt hast du schön gesehen, wie John rausgefahren ist, um den Schuss zu verhindern. Und schon wieder hier. Ah, Pass gefischt. Joe Bestwick holt sich den Ball. Ja. Aber da muss Janet ja einen Arm hoch machen. Da muss ein Arm hoch. Dass er nicht so ein Easy Layup fährt. Ja. So, John McPhail. André Hopp. Und durchgesteckt, Pick and Roll, hätte ich jetzt gesagt. Macht die einfachen Punkte. Ich muss mal auch gerade auf so einen Post von Marina bauen. Wir haben es gemerkt. Wir haben es gemerkt. Der heißt nur Dirk Köhler, auch schon 10 Jahre. Ja. Aber wir haben uns geeinigt, wir nennen ihn jetzt Shaq. Ja. Shaq. Shaq. Ja, beste Griff, der Rebound bei McLachlan. Ja, macht schon. Laune. Was hast du gesagt? Der Trainer dürfte keinen Spaß machen, aber uns. Ja, er nickt nicht, aber er kläfft schon, glaube ich. Oh. Oh, schon wieder. Waren schon 3-4 Würfe hier in und out. Wir haben schon reingeguckt. Tommy Böhme gibt Gas. Oh, wenn sie faul. Hat hier gegen. Und technisches. Oh, das ist natürlich jetzt scheiße für den RSV. Joe Bestwick kann es nicht fassen. Warum jetzt noch das T? Wir warten mal, was die. Also, Foul Nummer 10, Offensivfoul von Philipp Hefeli. Und dann noch ein technisches Foul. Technisches Foul. Ist sein viertes, glaube ich. Technisches Foul für Joe Bestwick. Ein Schuss. 4 vor. Oh. Also, was haben wir? Hefeli macht das Offensivfoul. Ja, Joe Bestwick, das war aber, glaub ich, sagt dann endlich was. War nicht so ganz glücklich. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Nein, er hat doch alles hier Hefeli gegeben, oder? Nee, 10. Ja, Hefeli, 10. Also, ja, das T auch? Also, das T habe ich so gesehen, ja, auch okay. Hefeli. Auf jeden Fall, Janet macht den Punkt rein. Und Ballbesitz. 3 Punkte. Ja, auch du hast recht gehabt, der ist der hat Bestwick gegeben. Doch Bestwick mit dem Foul. Und also wir sehen, Nick Zellinger hat Sakko aus. Oh. Oh. Also wir brauchen hier wirklich mal nochmal so, wo man die nochmal die Szene nachgucken kann, weil hier ist der Schlag auf Schlag. Ja. Sehr schön, dass Ziel wieder vom Einser. Na, schade. Ja. Geht nicht. Aber auch daran arbeiten wir irgendwann, wenn wir auch mal eine Zeitlupe haben. Ja. Yes.
Oh, Nick reagiert. Ja, so, Haller kommt. Für? Hefli. Und Böhme. Roman geht raus. Böhme, Haller für... Er macht das Spiel jetzt schneller. Ja. Kleiner, aber schneller. Ja. Ich nehme an, dass jetzt auch mit einer Presse agieren werden, Landil. Und Jenner trifft. Ja. Jetzt siehst du schön, jetzt ackern sie alle zusammen, halten gleich einen zurück. Ja, und der Seele von... Oh, und der Hunde. Guys, on here behind the back. Geht alles vor unsere Nase, liebe Zuschauer. Ja. Das war geil eben. Ray holt sich den Stil. Oh. Wichtige Punkte jetzt hier für Wetzlar. Das tut weh. Tommy Böhme macht das Ding. Das war schon geil hier. Direkt vor unserer Nase, ne? Ja. Gray holt sich den, krallt sich den Ball hier bei 3 Meter was, ne? Richtig. Hat ihn schon fast sicher. Dann kommt Böhme, holt ihn sich wieder. Das tut weh. Also, Holten macht die Punkte. Mit Foul auch noch. Ja. Ja, das tut weh. Ach, wieder geil hier, oder? Macht Spaß. Wieder geil. Nein, aber was er jetzt hieß hier, Nick reagiert, macht das Spiel jetzt schneller. Ja. Deswegen hat er auch jetzt Björn Lohmann und Hävele raus und mit Haller und Böhme rein. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt mal eine Presse spielen werden. Meistens sind jetzt körperlich nicht mehr so groß wie Wiesbaden. Und da wäre das jetzt so als Traineroption angedacht. Und Nick wird sich freuen, dass es so eng ist. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat mit dem Sakko. Aber Zeldinger Sakko aus ist gleich. Ah ja, da gibt es immer so ein paar Feinarten. Ich glaube, Fritz Wiegmann hat immer seinen Schuh weggeschmissen. Echt? Ja, ja, sein Schläppchen. Er hat immer so Schläppchen angehabt. Und was hast du gemacht? Wir haben es ja gesehen auf meinem Martin Schenk TV-Post auf Facebook. Da ist auch immer links und rechts. Da schweige ich lieber. Da schweige ich lieber. Nein, aber vielleicht ist Nick einfach nur zu warm geworden. Kann ja auch sein. Ja. Stimmung angeheizt von seinen Hooligans aus Landil. Ja, genau. Ist aber nur positiv gemeint, nicht, dass ich morgen dann... Nein, nein, alles easy, alles easy. Sind in einem Streichelzoo. So, Böhm mit dem Freiwurf. Verfehlt. Das Ziel, Gray mit dem Rebound. Wir haben noch 2 Minuten 20. Tommy Gray. McPhail, Pop, jetzt hat er das Mismatch. Gut, gut. Mit der Hand im Gesicht von Dreimüller, macht er nicht. Tommy Böhme. Jetzt kommt Überzahl mit Landil. Haller nicht gesehen, doch. Mit einer Hand. Macht ihn. Ja, jetzt so. Da vorne geht's schon wieder ab. Ja. Haller rammelt den Stuhl von André. Ja, Dreimüller schön gallig hier. Ja, aber ziehst du, wie schön gehakt wird, zurückgezogen von Nick. Nico. So, Foul jetzt hier von Number 7, Nico Dreimüller. Für die es nicht wissen, er ist gerade zurückgefahren und das ist halt in den Gegner nicht erlaubt. Ja, aber was man halt so schön sieht vorher, André ist wieder vorgefahren, 3 Leute in ihn reingefahren, Hauptsache den Stuhl gestoppt, ja. Ja, trifft den. 4 tief für die Rhinos. Ah, das ist halt wieder schöne Werbung auch für den Sport, muss man richtig ganz klar sagen. Also hier die Halle. Also wenn heißt Thüringen gegen Hamburg, Topspiel, ich finde es heute auch ein Topspiel. Ja. Wir müssen eigentlich mal gucken, wie es steht in Elxleben, keine Ahnung. Ah, das ist mir egal. Egal, ist mir egal. Das ist hier schon spannend genug. So, hier, Bestweg, Pay. Oh, trifft nicht. Oh, also sehr stark von Janet. Sehr stark von Janet. Ja. So, RSV bleibt im Ballbesitz. Aber wie viel Uhr noch? 13? 13 Sekunden. Nein, hier 24 Sekunden. Ach so, sorry. Ja. So, Mikey Pay wieder auf den Rollen. Ja, aber muss man auch mal hervorheben. Mike Pay. Sieht man ja seine Behinderung mit dem einen Arm. Und was er da abruft als 3-Punkte-Spieler, ist schon genial. Für mich auch einer der weltbesten Dreier. So, Bestweg. Ja, der ist sicher. Super hier oben von der Birne. Ja, aber hier hast du auch wieder gesehen, dass er den Ball oben behält, dass ja keiner fischen kann.
macht er stark. Tommy Gray. Aber jetzt siehst du die Arbeit. Die Mitte hilft aus beim Ziel. Ziel funktioniert nicht. Ah, jetzt rückt er doch nach. Ja. Und hier geblockt von Böhme. Und das ist eine kleine Feinigkeit. André nimmt den Ball runter, bumst sich die Hand da, aber jetzt schon wieder der Stil. Und hier die Interception bzw. der Stil hier, der schlechte Pass. Na, Wiesbaden, hopp. Easy Pass. Easy. Ich hoffe nur für Wiesbaden, dass die Kräfte 40 Minuten halten. Ja, aber wo bleibt jetzt, sag mal, der RSV Landil? Ja, die müssen doch, müssen die irgendwie Gas geben oder wenn Halle hier trifft. Ja, aber Nick versucht es ja mit seinen Rotationen. Der hat eine Bank von 10 Spielern. Ja. Und dass es nicht immer auf Anhieb läuft. Rückspiel, oder? Oh, oh. Das war noch ein minimales Stück, war es kein Rückspiel. Also ich sitze hier genau in der Mittellinie. Und ich sag's, war keins. Okay, wir haben hier dann YouTube, da sehen wir es dann nochmal. Oh, das wird dann nächste Woche sein, dann oder in zwei Wochen. Minute, noch 34 Sekunden zu spielen, merkt ihr, das kannst du dann nochmal gucken auf YouTube. Was jetzt, Heldinger will aushalten oder was wieder? Jetzt hier. Ja, es müsste nochmal einen Wurf geben. Wechsel. Pass auf, Piotr kommt. Piotr kommt. Ja. Wenn noch 3 Sekunden oder so. Ja. Ich nehme an, pass auf, Piotr kommt. Ja. Seldinger will den Wechsel. Jetzt ist Wiesbaden angedacht, den Mann nicht an die Zone zu kannst, lassen. Du kannst hier Gedanken lesen. Ah, natürlich, muss er machen. Aber Wiesbaden muss rausrutschen. Was hat er jetzt vor? Piotr den Ball zu geben. Ich würde sofort rausfahren. Wiesbaden muss raus. Ich würde ihn gar nicht an die Zone lassen. Ich würde raus. Er muss ihn stoppen. Mit 2 Mann, weil sonst kommt Annabel für ein Ziel. Das ist schlecht. Was jetzt? Also das kann ich jetzt auch nicht verstehen, das ist 0,3 Sekunden. Ja, und jetzt eine Schiedsrichter selber stehen. Ja, nichts hält den ganzen Fassen. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt das dann nochmal nachgucken auf YouTube, wie das denn tatsächlich zugetragen hat hier, wenn wir auch machen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was los war. Ja, ich dachte, die Uhr läuft, wenn die Ballkontrolle da ist. Die Ballkontrolle war, glaube ich, nicht da. Aber ich lasse mich mal vom Referee jetzt überzeugen. Vielleicht hat sich da auch was geändert. Und ich dachte eigentlich, dass die 0,3 Sekunden nochmal gespielt werden, weil keine Ballkontrolle da war. Leider war es nicht so. Leider nicht. Aber ja, Landil führt mit 6. Hi Ralf. Ja. Noch zufrieden? Mit 6. Ja. Also, 6 vor. Ja, wir gehen kurz in die Werbung, machen Pause dann und sind in 10 bis 15 Minuten wieder für euch hier zurück zum geilen Spiel. Richtig. Wir haben unseren Spaß und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Also, bis gleich. Ciao. Ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht von 2 Schiedsrichtern, einmal von Gabe und dann nochmal von Arnold Häubner, der mir es nochmal bestätigt. Sobald der Ball gespielt wird und angetouched wird, läuft die Uhr weiter. Daher hat der Schiedsrichter richtig gehandelt und hat das Spiel. Also war es früher so, dass du praktisch Ballkontrolle haben musstest, richtig, bevor die Sekunden losgegangen sind und heute und jetzt, ist es... Genau, und jetzt sagt man aber, die Ballkontrolle war da durch den Einwerfer. Ja. Verbessert mich nochmal, wenn es sein muss. Und dadurch wurde die Uhr zum laufen gelassen. Ja, Sebastian, wir sehen ein geiles Spiel, ne? Richtig, ja. Ja, geil für uns. Ich denke, nicht so schön für Nick, weil ich glaube, der hat sich ein bisschen anders vorgestellt. Ich hoffe für Wiesbaden, dass die Kräfte halten bis zum Schluss. Und dann bleibt es spannend. Das war ja so das Manko im Pokalspiel, ne? Dass die Landiller, sag ich mal, dann angezogen haben in der zweiten. Ja, aber ich denke halt trotzdem, man muss halt sehen, jetzt siehst du ja wieder die Starting Lineup von Wiesbaden. Selbe, und wir spielen schon 20 Minuten und ich glaube kaum, dass sie so ein Spiel 40 Minuten durchspielen können. Und wenn du siehst, wie oft Nick schon rotiert hat, bin ich gespannt, wie lange die Kräfte halten. Und dann kommt ja noch die Foulbelastung ins Spiel. Ja, wir haben auch Ergebnisse. Ich meine, ihr zu Hause habt es einfacher. Ihr müsst einfach nur an den Rechner gehen. Also Köln gewinnt in München. Ohne 2 Große, wurde mir gerade gesagt. 61-56. Auf Scouting steht auch Matthew Foden. Keine Ahnung, ob er gespielt hat, wenn wir alles danach sehen. Jetzt sind wir hier in Wiesbaden. Mein Freund Marius Schalk, vielen Dank für die WhatsApp, mein Freund. So, zurück hier. André Hopp.
Sehr stark von André. Sehr super gemacht. Sehr stark. Aber leicht 3 Sekunden. Ja. 4 Punkte Vorsprung für Wetzlar. Ja. Aber wenn jetzt Köln gewonnen hat, wirklich gegen München, wird es schwer. Kloschinski. Alle Zeit, der wäre saustark, ne? Ja, aber da siehst du halt das Mismatch auch gegen André Hopp. So, Janet McLachlan. Schön gepasst. Oh. Oh, bleibt hängen. Tommy Böhme. Und schneller Pass vor. Häfli geht ab. Easy, 2 Punkte. Oh! Oh. Oh. Bei dir gibt es jetzt Linienläufe, oder? Linienrollen, ja. Sag mal. Wenn Tommy Gray. Wieder ein schlechter und Pass. John McPhail macht den Diver. Ah, schade für Wiesbaden. Ja, was müsst ihr jetzt bei dir machen, Kollege Häfeli, für den Verlegten hier den Einfang? Ich glaube, das wäre mit Linienspritz nicht abgetan. So, Ballbesitz für den RSV. Michael Bay. Palmer. Tommy Böhme macht die einfachen Punkte. So muss es sein. Ja. Und trotz Gegenwehr von André Hopp. Schön auf die linke Hand. Ja. Schöner Layup. Ja. Machen hier die ersten Punkte gleich. Kleiner 4-0-Lauf für den RSV. Tommy Gray trifft mit Brett. Easy. 35, 41. Mikey Pay. Hier hinten siehst du wie John. Es bringt leider vorne nichts. Jo, ja. Draußen spielen nimmt. Ja. Aber Pay mit Easy. Ja, jetzt auch laut. Isoliert. Luczynski. Dafür macht dann vorne Landildi die einfachen Punkte. Janet, McPhail. Janet, ja, es harmoniert McLachlan. Nicht so auf der anderen Seite. Ist halt schade, gerade eben hier mit... Schneller Pass in den Rücken. Ja, Böhme sieht den Pass nicht. War schlecht ja. Von Luczynski. Ich habe mal gelernt, pass den Spieler an. In den Rücken. In den Rücken. Und hopp. Oh, schade. Für Wiesbaden. Wieder sehr akrobatisch. Wäre schön gewesen, wenn er drin wäre. Ja, aber du siehst auch auf dieser hohen Niveau, dass sowas passieren kann. So, André Hopp, 2 Würfe. Erster Satz. Ja, gegen USC hat er relativ schlecht ausgesehen von der Freiwurflinie. Heute besser. Den macht er nicht da, wo ich sage, siehst du. Ja, aber ich denke, heute ist halt auch sehr wichtig, dass er es macht. Dass sie im Spiel bleiben. Ja. Er ist auch irgendwie so unruhig, das Spiel irgendwie, oder? So hektisch, oder was ist das? Ja, ist halt ja, sehr schnell. Ja. Das ist halt einfach sehr schnell. Okay. So soll aber auch Rollstuhl-Basketball sein. So gut wie möglich sauber sein und attraktiv schnell. Okay. So, McPhail. Natürlich sind auch hier und da kleine Nicklichkeiten. Ja, es gehört auch dazu, ist ja kein Streichel so. Gray trifft nicht. So, Tommy Böhme mit dem Ball. Mikey Pay. Aber wenn du guckst, hier Landil baut das Spiel immer sauber auf, macht nicht so hastig. Immer in Bewegung, ja. Aber trotzdem in Bewegung. So, Tommy Böhme, freien Wurf, trifft nicht. Hopp mit dem Rebound. So, Ball bei McPhail. Hätte auch vielleicht Björk dran spielen können, der stand unten im Mismatch. Ja. Am Zonenrand. So, McPhail. Gegen Breuer. McLachlan. Palmer liegt. Ja, hier die Landil-Jungs da hinten, die Fernkurve, die ist schon ein bisschen ruppig manchmal. Ne? So, muss man schon sagen hier. Ne? Palmer macht den Maikäfer, liegt da auf dem Rücken und hier. Ja. Ja. Solange sie Schauspieler rufen, ist alles okay. Oh, Palmer. Ah, oh, das hätte getraut. Aber mal raus, zu kurz von.
Er kann doch schießen, ne? Das ist ja du, was du gesagt hast beim Aufwärmen. Palmer kann eigentlich. Richtig. Den hätte er jetzt schön machen können. Also auch vorhin beim Warmmachen, schöne, saubere Dreier abgezogen. Und im Spiel, ich weiß nicht, ob er sich nicht traut. So, wir sind wieder zweistellig. 11 Punkte vor für den RSV Landin. Ja, ich denke halt auch langsam muss auch mal Cliff wechseln. Überhaupt Tommy jetzt schon mit mehreren Fehlschüssen hintereinander. So, Spiel unterbrochen. Ja, das ist ein gefährliches Spiel, wenn ein Spieler in der Zone liegt, wo angegriffen wird. Annabelle lag auf dem Rücken. Wie ist es dann, wenn der Schiedsrichter abbricht, dann gibt es mir neue 14 Sekunden, oder was? Nein, nein, keine neue 24, neue 14. Okay. Hefeli mit den Punkten. Ja, McPhail will sich durchstellen, kriegt das Foul. Ja, John hat sich gerade etwas aufgeregt noch hier auf der Bank. Habt ihr, glaube ich, nicht gesehen, dass der Ball nicht richtig vorne in der Offense läuft. Drüben wieder ein schöner Ziel, nicht gesehen. Ich finde es auch immer schlecht, wenn der Ball unten zentral irgendwo unten an der Auslinie steht, da kannst du das Spiel nicht überblicken. Ja, 3 Sekunden Hopp muss nehmen, den Wurf. Ja, natürlich ein Break. Ja, jetzt kommt die Timeout. Jetzt kommt die Timeout hier von Cliff Fischer. Aber was war das für ein Pass jetzt hier? Mikey Bay. Luczynski gegen Gray. Trifft nicht, aber Hefeli hat den Ball. Oh, trifft wild, auch nicht. Wild. Ja, jetzt drei Rinos an ihm dran. Wer kriegt das Foul? Ja, das sieht es halt auch, dass bei Hef so ein bisschen die Größe fehlt, dass er den Ball oben halten kann und oben mit einer Hand oder wie man so schön sagt, mit der Handfläche abdrückt. Der nimmt immer wieder runter. Und dann langt halt jeder drauf. Ja. Ja, Foul von Tommy Gray. Cliff Fischer. Wir sehen, es spricht hier nicht Cliff Fischer, sondern Janet McLachlan. Ja, es läuft halt vorne nicht, der Ball läuft nicht. Tommy, viele Aktionen hintereinander, wo er nicht getroffen hat. Ja. Ja, Fischer hat auch gar nicht gewechselt. Ne? Also es ist immer noch die Starting Five, die spielt. Ne? Ja, die Frage ist halt, jetzt bräuchte halt noch einen Dreier, wo er mal vielleicht einen Tommy runternimmt für eine Verschnaufspause. Pause sitzt er neben mir, spielt auch nicht. ja, oder er muss halt ein anderes System jetzt nehmen. Spielt groß. Ja, und wir sehen immer noch dieselben Umfeld bei Wiesbaden. Wahrscheinlich haben sie hier Kiste Red Bull gesoffen oder so. Die Kräfte, die sie brauchen. Ne? Ja, aber du siehst, jetzt ist er schon 13 vor. Ja. Ja, das ist halt jetzt so eine Sache. Ne? Wie lange guckst du dir das noch an? Ja, auf jeden Fall werde ich irgendwann so Ruhe reinbringen. So Ruhe reinbringen, weißt du? Es bringt ja alles nichts, wenn du jetzt hier vorne und dann. Ja, ich denke auch, Landil spielt jetzt gerade nicht so schnell. Da könnte man halt mal eine andere Line-Up versuchen. Vielleicht auch mal. So. Okay, Matze Gündner kommt. Unser Eiswürfelmann. Eiswürfelmann, genau. Der lutscht wahrscheinlich jeden Morgen hier so eine ganze Box Eiswürfel. Schauen wir mal, ob er heute genug gelutscht hat. So, Tommy Gray. Janet McLachlan trifft. Ein paar Punkte für Wiesbaden. Thank you.
12 Punkte tief. Ja, Mikey Pay, eiskalt. McPhail. Ja, wie lange halten eigentlich so die Kräfte von so einem McPhail, von so einem Spieler? Oh, ist Offensivfoul. Ja, das ist wieder so eine Sache, ja, wenn du jetzt ein Weltklasse-Spieler bist, dann hält die 40 Minuten. Ja. Auch 44 Minuten oder 45 Minuten, ja, aber ich denke halt für so ein Team wie jetzt Wiesbaden, wo keine Superstars dabei sind und die ja schon über ihren Zenit spielen, was du jetzt hier siehst, glaube ich kaum, dass das 30 Minuten länger wie 30 Minuten. Und es siehst du ja dann auch an den Würfen oder auch am Spielaufbau. Am 10 vom Mitspieler. Ja. So, Pay. Und Mikey Pay läuft heiß hier. Zweiter Treffer jetzt. Dem ist eh alles egal. Ja. Wenn er frei ist, schießt er und haut die Dinger rein. Ja, auch die Würfe fallen jetzt. Ed Gray mit dem Rebound. Ohne and one. Zwei Punkte zählen. Ja, ist jetzt auch wichtig für Tommy, dass er wieder mal einen trifft. Ja. Foul von Annabel Breuer. Sie kann es, glaube ich, gerade nicht fassen, warum sie gefoult hat. Tommy Gray macht den Punkt. So, immer noch 13 tief. Ja, weil jetzt siehst du schön, dass, warum Wiesbaden nicht Matze mit ihm nach Hause nimmt. Die Zeit war da, aber alle fahren an ihm vorbei. Und lassen ihn. Ja, und Mikey Pay jetzt, ich glaube, hier ist 6 am Stück oder so. Du hättest wahrscheinlich schon mal auf die Hand gekloppt, oder? Bisschen mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr musst du bei ihm machen. Ja. Janet. Aber was der an dir gerade macht, ist echt eine saustarke Verteidigung. Ja, Janet muss den Wurf nehmen, trifft nicht. Ja, und hier McPhail, hat den Ball, ja, aber Unterzahl. Ja, aber der Überzahl kommt, oh, Tommy kann nicht mehr. Irgendwas am Stuhl. Ich nehme an, das Rad läuft nicht mehr rund. Janet. Ja, ist er hilflos. Ja, das läuft nicht. 5, 4, 3, McPhail trifft nicht. Böhme mit dem Rebound. Oh, 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 oh. Ja. Zwei so, Schüsse, Tommy. Trifft nicht. Zwei Wurf, zwei Schüsse. Timeout. So, Timeout jetzt von Nick Zeltner. Ja, aber jetzt wird auch Mike Payne ein bisschen lauter. Sagt hier mit dem Ball halten. Ja, ist verständlich, weil er gerade einen dummen Ballverlust gehabt. Siehst du mal, wie er noch drauf ist, auch bei dem Spielstand. 100% dabei. Hat auch eine bärenstarke Quote. Ja, was willst du jetzt machen als Head Coach in Wiesbaden? Ich würde eine andere Line abbringen, ganz einfach. Weil ja, es liegt ja nicht an André Hopp, dass er schlecht läuft. Ja, es liegt an anderen Spieler und da würde ich halt da mal. Ich sag mal, schlechter kannst du eigentlich nicht werden. Richtig. Also, sie spielen ja nicht schlecht, aber. Nein, aber. Das er hat ja auch Spieler. Guck mal, da sitzen noch 5 außen rum. Die machen nicht gerade glückliche Gesichter. Nee, die sehen alle so ein bisschen pisst aus, ja. Und ich denke halt, vielleicht muss halt auch mal ein Dreier runter oder 2 Dreier. Muss ganz anders gespielt werden. Und sonst wird es gleich noch eine knallharte Kiste für Wiesbaden, wenn es so weiterläuft. Und Landil kriegt den Lauf und dann ist Feierabend für Wiesbaden. Und das will ich nicht hoffen. Also, liebe Zuschauer, 28 Minuten gespielt, Wiesbaden bisher mit einem Wechsel. Güntner kam für André Hopp, ansonsten dieselbe Rotation auf dem Court. Böhme macht den ersten. Den zweiten macht er auch. Den zweiten macht er auch. Ja, ich war ja gewesen da in der Trainingshalle, hab ihn mal beobachtet da an dieser Schussmaschine. Ich glaube, da hat er von 20 Stück hat er 16 oder so reingerotzt. Ja. Hat doch nicht gemacht. So, Tommy Gray. Oh, Wetter. Ja, war robust von Luczynski. Er ist gerade nicht so begeistert, weil er ist, glaube ich, gestanden.
Ja, ist nämlich stehen geblieben und hat nur den Arm hochgerissen. Und Tommy fährt dann in seinem Stuhl ran. Ja. War Glück für Tommy. Deswegen hat er sich auch gerade, glaube ich, ein bisschen dem Schiedsrichter mal was versucht zu erklären. Weil ich würde mich auch nicht bewegen als großer Sender, wenn er in 3 Jahren gefahren kommt, sondern ja, nur den Arm drüber. So, Gray macht den ersten, immer noch 15 tief für Wiesbaden. Zweiten macht er auch. Ja, woran lag seiner Meinung nach, dass Wiesbaden jetzt so den ersten 8 Minuten so den Anschluss verloren hatte? Naja, weil die Kräfte von den Dreiern, die können das nicht durchhalten. So wie Tommy, hast du ja gesehen, seine Fehlwürfe. Und auch wenn du jetzt guckst, schon geht alleine in die... Presst alleine auf gut Deutsch, fehlt dann hinten. Die kommen in die Zone, Landell. Drei Sekunden gefilmt vom Schiedsrichter. Wer von Günther, oder? Nein, von John. Janet. John war zu lang drin. Aber er kann ja sein Mitspieler nicht schieben beim Schuss. Ja, ist alles so zu zerfahren. John fährt mit Ball ganz schnell vor, fährt in die Zone, macht irgendeinen Pass. Steht seinem eigenen Spieler im Weg. Es ist halt... Es ist erfahren, er müsste jetzt einfach mal die Ruhe, jetzt, wie er jetzt macht, langsam den Aufbau. Ja, aber das kostet ja alles Kraft. Ich meine, es sind 17 tief oder 18 tief. Matze hat ja noch nicht mal einen Ball gehabt bis jetzt, glaube ich. Ja, Palmer trifft nicht. Ja, Günther fightet um den Rebound. Luczynski berührt den Ball noch. Einwurf für die Rhinos. Ah, oh, McPhail ist immer am Lachen. Er hat seinen Spaß hier gegen Mikey Pay. Aber jetzt Günther, hast du wieder schön die Hilfe gesehen. Günther trifft dann holt den eigenen Rebound gegen Luczynski. Oh, macht sehr stark, sehr schön. Aber gerade eben hat man so schön die Hilfe von der Mitte gesehen. Zwischen Tommy und Mike. Mike war eigentlich Man Out. Das heißt, Überzahl für Wiesbaden wollte keine Hilfe. Er sagt Tommy Bescheid, dass Man Out kommt. Er übernimmt, dann nimmt Mike Tommys Position ein. Ja. So, 3 Sekunden von Hefeli. Dennis Göschel pfeift hier die Seconds. Aber der Fischer, der wechselt ja gar nicht, ne? Also ist schon... Du willst von mir noch was hören heute? Nein, nein, ich will gar nichts hören. Ich stelle mir das halt immer vor, ich würde auf der Bank sitzen, ich hätte halt eine riesen Krawatte, ne? Also, ich sag, du sagst zwar immer so schön, was im Training passiert, können wir nicht beurteilen. Ja, aber ich meine, natürlich, aber dafür ist ja der Headcoach von Wiesbaden zu entscheiden, wer spielt und wann er spielt. So, Wechsel angezeigt. So, Joe Bestwick kommt. Wer hat 4? Annabelle mit 4. Das ist eigentlich auch nicht legitim, was hier gerade abläuft. Ja, Spieler waren einfach drauf. Geht eigentlich nicht, oder? Ja, doch, aber wie sie jetzt hier gerade alle auflaufen, sobald noch kein Schiedsrichter drin steht, ist es noch möglich. Aber du darfst nicht als Spieler einfach drauf fahren, weil du ja dann mit 6, 7 Leuten auf dem Feld stehst. Naja, jetzt bist du aber auch Päpst, als Support. Bitte, bitte. Ich werde auch andauernd von meiner Freundin Anna hier korrigiert. Du musst dann gleich da nochmal auf deine 40 Sekunden zurückgreifen. Ja. So, Janet macht beide. Oh, ein riesen langer Pass jetzt hier über das ganze Feld. Aber Tommy stark gemacht. Super. Und vorhin sagst du noch, er ist nicht gut drauf. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe nicht gesagt, Böhme ist nicht gut drauf. Ich habe gesagt, wir hatten nicht so gesehen. Ja, und da hast du gesagt, Kollege, ich habe jetzt schon öfters gesehen. Ich habe aber jetzt schon öfters gesehen. Das diskutieren wir mal kurz in der Werbepause. Ja? Wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich zurück. Ja, Sebastian. 16 tief. Aber heute siehst du auch mal die Quoten von Wiesbaden nicht so stark. André. Ja, du musst ja auch viel von draußen nehmen. Ne? Also da kaum Inside-Game.
Meine Quoten sind heute nicht berauschend. Noch fängt es bei der Schnell an mit 27%. Gehst über von John mit 33. Der hat halt noch nur 3-1 geschossen. Aber jetzt kommt hier Tommy Gray, 14-5. Ja, es ist. Weiß nicht, warum sie da nicht eine andere Lösung suchen. Dann André mit 37,5. Er hat auch einen schweren Stand. Und wenn du dann hier Landel runtergehst, ja. Bestweg 50. Michael Pay 58, 12-7. Dann Jan, Nico 100%, also 2-2, 1-1. Philipp 60%. Und dann kommt unser Freund Tommy, 11-8. Ja, 11-8, so wie ich früher, mein Freund. Mit verbundenen Augen natürlich. Auch noch. So, zurück im Spiel, letzte 10 Minuten hier in Wiesbaden. Bestweg, saustark die letzten Wochen. Gute Quoten. So, Lukas Jung jetzt auf dem Court. Für Jim Palmer. Matze Günther mit dem Ball. Ja, nimmt den Wurf, trifft nicht von draußen. Bestweg, Dreimüller. Ja, was siehst du? Die Dreierachse steht immer noch auf dem Feld. Von Wiesbaden. Ich denke halt auch für Wiesbaden, dass sie da bald anders denken müssen, auch wenn sie in die Playoffs kommen. Das ist leicht ausrechenbar. Ja. Während Böhme jetzt die nächsten Punkte macht. Ja, sagt immer so ein, zwei Sätze auch zu Tommy Böhme. Cliff Fischer ist ja immer richtig begeistert von ihm. Wo sind wohl liegen so die Stärken von Tommy Böhme? Also ich finde, halt, was ein Tommy halt auszeichnet, ist eigentlich auch seine Schussstärke, was er hat. Ja. Ich finde jetzt nicht den allerschnellsten Dreier. Ja. Ich finde aber mit einer der besten Dreier in Europa, weil er immer sehr ruhig ist. Er arbeitet immer sehr gut fürs Team. Und halt, er kann auch ein Spiel drehen mit seinen Schüssen. Das macht der Bernd stark. Und ich finde es mit einer der besten in Deutschland, was wir haben. Oder der beste Dreier im Moment. Das Einzige, was ich halt denke, er könnte fahrisch nochmal ein bisschen zulegen und körperlich. Ich glaube, das Einzige, was man an ihn arbeiten müsste noch. So, hier John McPhail mit dem Stil, Matze Günther mit dem Ball. Ja, aber das ist halt auch nicht richtig, dass der Ballführende auf eine Seite fährt. Der muss in der Mitte bleiben, dass er das Spiel sehen kann. So, Gray, irgendwie der Wurm drin. Dreimüller auf Pay. Überzahl 3-2. Haller. Easy Layup. Ja. Ja, wir müssen mal gespannt sein, ob Wiesbaden die Köpfe hängen lässt. Wie wir es ja auch zuletzt hatten hier gegen Hamburg, wo wir es ein bisschen abgebaut haben. Ja, aber du darfst Hamburg jetzt nicht gleich mit Landel, weil bei Hamburg war ja der Knackpunkt, dass John runter musste mit 5 Fouls. Ja, stimmt auch. Und ja, was halt die, jetzt die Bälle fallen auch wieder nicht. Ja, und was Landel halt hier gnadenlos macht, sie spielen das, was sie können. Und sie wussten, zum Schluss brecht Wiesbaden zusammen, weil sie können es nicht 40 Minuten spielen. Es ist einfach so. Du hast gesehen, wie oft Nick gewechselt hat, auch mit der Liner, wo er jetzt schon wieder spielt. Und Landel spielt das Spiel sauber runter. Ja. Aber trotzdem noch 100%. Ja, jetzt hier faire Geste von Mikey Pay. RSV Landel rastet wieder aus, die Fans sind. Ja, aber es war der Nico, glaube ich, wo gesagt hat, er hat den Ball jetzt auf. Ja, wieder faire Geste hier von Wetzlar. Aber das soll so sein, egal wie der Spiel. Das ist mein. Da hatte ich auch öfters Ärger mit meinen Trainern oder die mich trainiert haben. Egal wie der Stand habe ich das gemacht. Sobald ich gesehen habe, ich habe den Ball ins Aus. Schiri wollte mir trotzdem den Ball geben. Da ich gesagt, nein. Ja. Ja, hier vertändelt den Ball. Joe Bestwick. McPhail. Das Foul von Haller. Das war gut gemacht, sonst wäre klar Matze durch gewesen. Und das hieß auch so ein bisschen die Cleverness, ja, auch von Jan Haller. War mal auch viele immer sagen, der Nationalspieler immer Starting Five, ja. Das ist ein richtig guter Zweier. Und er kann auch so Spielsachen sehen und handelt auch dementsprechend schnell. Und das ist halt clever gemacht, wo er ein Unsportiges kriegt oder dann einfach ein Korbleger. Ja,
Janet muss den Schuss nehmen. Ja, das ist alle von außen, so ein bisschen alles aus der Not auch raus, ne? Ja, ich sag dir, die sind müde. Haller mit den Krakenarmen. Jetzt 4 Punkte. Am Stück. Ja, Haller ist auch frisch jetzt, ne? Ja. Schnappt sich gleich McPhail. McPhail spielt wieder durch. Janet McLachlan, Tommy Gray. Du musst dir überlegen, er hat ja auch jetzt Konkurrenz mit Nico seit 2 Jahren. Und, ja, aber es auch an, ja? Ja, aber es ist ja auch, was auch das Positive ist, sie haben auch eine andere Line-Up. Das ist das, was bei Wiesbaden ja auch gehen würde, mit 2 Zweiern aufzulaufen. Ja, aber Fischer macht's ja nicht. Du warst nicht im Training, ja, ja. Ja, ich weiß. So, Janet McLachlan kommt noch unter dem Korb, macht die 2 Punkte, kriegt das Foul and one. Es ist halt schade, auch für Serda. Ich denke, er hat sich auch anders vorgestellt. So. Ja, das macht natürlich die Kaderplanung dann auch spannend in Wiesbaden. Wer hat da überhaupt noch Lust zu bleiben? Richtig. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht machen sie ja auch hier Teamtraining im Seilgartenlauf über heiße Kohlen oder sonst was, dass die Stimmung so bombig ist. Ja. Weißt du's? Ja, du weißt halt. Ich weiß nur, dass Böhme und Feuer ist. Ja. Heiß wie Frittenfett. Ja, das ist einfach die Ausgeglichenheit, ne? Da rotzt dann der Paymer. Richtig. 3 Dinger auf der Höhe. Piotr siehst du fast gar nicht. Ja. Im Pokal hat er das Spiel noch gemacht. Ja, ja, und jetzt ist ja das, was wir von Anfang an gesagt haben. Natürlich Wiesbaden am Anfang noch schön dabei. Und wenn aber Landil das hochzieht, was sie können. Ja. Dann ist nach der 30 Minute der Käse gegessen. Ja, Dreimüller trifft nicht. Wo hat schon 23 ja. Vor. Und ich denke halt, vielleicht wäre es halt jetzt auch mal Zeit, andere Systeme zu probieren. Ja, Fehlpass, Tommy. Ja. Also Tommy braucht unbedingt eine Pause, meines Erachtens. Ja, Dreimüller macht nicht. Und das zuckt den auch nicht. Ja. Der holt sich den Ball. Das ist aber geil. Muss man einfach sagen, ja? Mit 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19. Ja. Weiß nicht, müssen wir die Groupies von Dreimüller fragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dicke Eier gehabt, der holt sich den Rebound und macht rein. Ja, aber seine Entwicklung ist ja auch genial. Ich durfte 2 Jahre mit ihm spielen. Ja, es gab ja auch viele, die gesagt haben, ja, warum wechselt er jetzt nach Wetzlar? Kriegt er da so die Spielzeit? Wäre jetzt besser gewesen, irgendwie einen Verein zu suchen, aber er hat sich durchgebissen. Hat sich das Vertrauen erarbeitet? Ja, letzter war halt für ihn bitter, das muss man halt echt sagen. Ich fand, letzter hat er viel zu wenig gespielt. Hast du denn auch mit ihm gesprochen? Natürlich. Für die Skyvillas damals? Natürlich. Natürlich, so ein junger Mann. Er hat gesagt, wenn du Vogel Trainer bist in Frankfurt, kommst du. Hat dich am Arsch. Genau. Hey, schau noch Jugendliche zu und Kinder, ne? Also nicht unsachlich, wenn jetzt hier nicht sagen. Nein, aber. Ich glaube, hat sich ganz als. Ja, guck mal, das ist wie wenn du einmal bei Bayern bist, willst du auch nicht mehr weg. Kann ich auch bei Bayern spielen, ne? Ich? Da du. Sofort. Nein, aber ganz klar, alles wunderbar gemacht. Und ja, Dirk Köhler macht die Punkte. Gut für Deutschland, seine Entwicklung. Ich hoffe, er bleibt dran. Ja, liebe Zuschauer, 27 Punkte vor. Eindeutige Sache jetzt hier am Schluss, während Janet McLachlan hier Ergebniskorrektur betreiben kann. Dann lass uns doch die Gelegenheit nutzen, wenn wir noch haben. Zwickau muss morgen zwingend punkten. Sebastian? Sehr zwingend, weil die haben ja sehr hoch gegen Bonn verloren. Und wenn sie noch eine Chance haben wollen, wäre nicht schlecht hier zu schlagen, weil durch das, was Köln jetzt gewonnen hat, 6 Punkte weg, glaube ich, was Köln jetzt hat. Ja, Bonn 4. Sind schon mal weg. Also für Zwickau wird die Luft sehr dünn. Ja, aber woran lag es deiner Meinung nach? So von außen beurteilt? Das kann man ja nur bedingt, weil. Ja, ich habe ja nur ein Spiel gesehen und da muss ich halt laut sagen, war grottenschlecht. Also mir tut es leid für den jungen Trainer, wo sie haben. Ich kann dir das nicht sagen, ob einfach sie sich nicht gefunden haben. Die Spieler haben sie, definitiv. So die Einzelnen. Warum es nicht läuft, kann uns nur Zwickau sagen. Ja. Aber was man auch gehört hat, ich glaube, Güß nicht mehr dort oder macht nicht mehr.
was er letztes Jahr noch so ein bisschen Forster unterstützt hat. Und ja, so, McLachlan trifft. Wir haben jetzt die. Ja, aber jetzt siehst, du trotzdem, Nick nimmt das Spiel nicht mehr sehr ernst, trotz mit der hohen Führung. Möchte nicht, dass seine Freundin so einfach ja. Schüsse nimmt von draußen, weil das muss besser verteidigt werden. Ja, wir driften so ein bisschen ab, was auch okay ist, meiner Meinung nach, weil keine neuen Spieler jetzt auf dem Feld für Wiesbaden. Wir sehen immer dieselben Gesichter, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, ja, so dass wir euch zu Hause ein bisschen was Neues berichten könnten jetzt über die Akteure. Ja, ist halt die Message gelesen. Ja. Aber spannende Wochen, die jetzt anstehen. Ja. Landil hat jetzt hier den ersten Schritt gemacht mit Wiesbaden. Demnächst das Topspiel in Erfurt in der Messehalle gegen Thüringen. Gegen Thüringen. Ja, das hat nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer, auch gegen Hamburg, weil da spielen sie gegen zwei Teams, die 10 Mann draußen sitzen haben, die auch rotieren, da die Kräfte nach 20 Minuten nicht weg sind. Ja. Und aber heute sind sie, haben ein Spiel gemacht, das ist vielleicht deutschen Meisters würdig, ziehen es knallhart 40 Minuten durch. Zum Schluss auch mit Riesenabstand. Ja. Und aber so soll es ja auch sein. Auch so ein Top-Team muss wechseln im Basketball und spielst ja auch nicht nur mit 5-6 Leuten. Und ja, oh, Ahmed kommt jetzt aufs Feld. Ja. Oh, jetzt spielen sie mal eine andere Rotation mit 2-1er. Also wir sehen jetzt 2-1er auf dem Feld bei Wiesbaden mit Palmer und Lukas Jung. Ja. Ich weiß nicht, warum André noch draußen ist. Ja, Pay ganz abgezockt. Was hast du Thüringen dieses Jahr schon gesehen? Die müssen jetzt auch noch nach Wiesbaden, glaube ich, in 2 Wochen. Ja, ich habe sie schon verfolgt, was man so sehen kann. Auch das Spiel in Landil. Habe ich mir Szenen angeguckt und so, aber ja, ich weiß nicht, es ist halt immer schwer zu beurteilen jetzt. Ja, was heißt beurteilen? Ich finde, was ich halt so ein bisschen schade finde, kleine Mannschaften so abzuprügeln, ja, und dann gegen Landil zu verlieren. Auch nicht hier mit 5 Punkten, ja. Ja, natürlich gegen Hamburg haben sie hoch gewonnen. Das ist auch mal ein Ding, aber ich glaube, dass der Weg an Landil dies ja nicht vorbeifährt. Ja, ist ja sehr stark. Man sieht ja auch hier keinen Bruch im Spiel eigentlich, ne? Wenn, ja, ich denke, Thüringen kannst du richtig entscheiden in Wetzlar am Champions Cup. Ja. Wenn dann wirklich so 2-3 Top-Teams da sind, wie die Rotation funktioniert. Ja, während der RSV hier Wiesbaden schwindlig spielt. 29 jetzt schon. Ja, Nick wird jetzt zufrieden sein, lacht auch wieder. Ja, aber Sacco hat er immer noch aus, muss ich mal fragen. Ah, es ist so warm. Ist so warm, genau. Muss er dann nicht mehr anziehen, wenn es läuft. Wenn es ja einmal aus hat. Du siehst halt jetzt auch so schön die Gesichter von Landil, sind ganz gelassen, wie noch vor 20 Minuten. Ja, es ist halt. Aber Mike kann es nicht lassen. Ja. Ah ja, das ist halt dann auch Profi, ne? Muss man ganz klar sagen, wer dann auch richtig 40 Minuten immer 100% bin. Und das unterscheidet dann auch Weltklasse-Spieler von, ja, ich sag mal, einem, der semi-professionell eingestellt ist. Ja, und schaffen es auch hier wieder die Sekunden runterzunehmen in der Angriffszeit. Sehe ich gerade richtig, John sitzt in seinem Alltagsstuhl. Ja, also John McPhail jetzt auch draußen. Ja. Er hat auch nur 3 Fouls, ich glaube für ihn ist in die Spiele schon gelaufen, wenn er schon in seinem Alltag schon sitzt. Dann hier, Tommy fährt mit seinem Skateboard spazieren. Ja. Joe Bestwick hier. Bisschen angepisst, ja. Er hat es gerade ein bisschen eingeschlagen hinten im Kopf. Aber jetzt guckst du hier, es ist halt auch 1,33. Sitzen draußen auf ihrem Skateboard. Tommy. Ja. Machen einen schönen Chillout hier. Ja, Ray McPhail. Finde ich nicht ganz okay. Ja. Ja. Also glaube ich, ist dann so, das so ein bisschen imprätieren kann, finde ich das nicht richtig. Also ich als Trainer will es nicht dulden. Mhm. Dass er da auf seinem Skateboard sitzt. Ja. Okay. Das ist wie wenn jemand seine Turnschuhe aussieht und sagt, Allah, kann ja auch duschen gehen. Ray sitzt halt auf dem Skateboard. Ne? Ja. Was ist jetzt hier? Jetzt haben wir hier einen, ich hätte schon beinahe gesagt, Flitzer! Ein Flitzer haben wir! Ja.
Hey, ein Flitzer! Das hat man auch noch nicht gesehen hier. Hat er die Hose noch an? Ja eiskalt, genau. Die Hose hat er noch an, schade. Ja. Einmal mal übers Feld gelaufen, kann man auch mal machen beim Rollstuhlbasketball. Ja, manche haben ja einen Flitzer, ja, genau. Der braucht ein Handy. Ja, wenn du einen Flitzer machen würdest, hier würde die Scheidungsrate explodieren. Oh, danke, mein Freund. Danke, mein Freund. Ja. Nein, ist doch schön. Hat das Spiel nochmal belebt. Ja. Ja, Armen trifft. Das ist halt, David kann auch schießen. Ja. Three seconds. Was heißt er jetzt? Technisches Foul, oh. Hat die Füße genutzt hier, Joe Mestic. Er hat gebremst. Das ist nochmal meins. Ja. Ja, Zeldinger guckt ein bisschen skeptisch. Ja. Und Zeldinger nimmt gleich die Auszeit jetzt. Das erste Mal seit lange schon 15. Hat der Gabe aber gut aufgepasst. Also Gabe gibt hier Joe Bestwick das Tee. Ja, das ist ja unsportlich. Muss er geben. Wenn so war. Ja, Zeldinger beruhigt, versucht jetzt ein bisschen zu beruhigen. Ja. Respekt, Respekt, mein Freund, Respekt. Die Messe ist gelesen, die Macht ist gehalten. Noch knapp eine Minute. Ja, aber jetzt guckt er die Gesichter von Wiesbaden an. Das ist schon. Ja, die. Ja. Zumindest Britt lacht noch. Ja, alle so. Illustrer Freundeskreis. Wir nehmen es vielleicht noch mit Humor jetzt. Ja, also wenn wir mal die gesamte Saison sehen, muss man auch sagen: Saisonziel erreicht, richtig. Als Aufsteiger die Playoffs erreicht. Das verdient ja, aber du willst ja trotzdem als Spieler, willst du ja trotzdem weiterentwickeln. Ja. Auch gegen Spiele, die du weißt, wo du zu 80% verlierst. Ja. Ja, und es will ja jeder spielen. Und das siehst du jetzt hier, lassen sie Luki an die Freiwurflinie. Ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja. Jetzt darf man einen Dreier nehmen. Ja, Jim Palmer mit dem Ball. Matze Gündner, David Arment. Wilder Wurf, waren noch 8 Sekunden. Jetzt Zaubers Mismatch ausspielen können. Jan Haller. Okay, der Pfiff muss jetzt nicht sein, weil er liegt da hinten. Wenn, er hätte mit dem Ball dahin fahren müssen. Anna, korrigier mich, aber der Pfiff war jetzt nicht nötig. So, Jan Haller mit dem Einwurf. Ja, easy. Lass das Spiel jetzt ausklingen hier. Jetzt kommen wir nochmal genau zu dem, was wir vor uns hatten. Das Spiel wurde wieder unterbrochen. Wenn es jetzt der Gegner gewesen wäre, ja, in der Defensive hätte es neue 14 gegeben. So war es der eigene Mitspieler. Wird die Uhr einfach nur angehalten, wo sie gerade steht. So, noch 10 Sekunden. Ah, Palmer kommt da dran. Spiegelt das Spiel gerade ein bisschen wieder, was gerade passiert ist. Ja. Mit dem Fehlpass kurz vor Schluss. Noch 3 Sekunden. So. Schade für Wiesbaden, dass es zum Schluss so eindeutig war. Ja, liebe Zuschauer, das war's hier in Wiesbaden. Sebastian und ich stellen uns mal in gewohnter Manier das alle auch nochmal. Die Schönheit sehen. So, hier, das ist ein Mikrofon. Ja. Also spannend, wie das Spiel angefangen hat. Ich fange mal an, bis du dich hier wieder orientiert hast. Mein tollen Pulli hier.
Nein, aber kurz zum Spiel zu kommen. Nadine hat zum Schluss noch gezeigt, warum sie Tabellenführer sind. Hatten so einen Start, wie am Anfang auch im Pokal, ein bisschen verschlafen oder auch wie beim Hinspiel, muss man klar sagen. Aber dann haben sie doch gezeigt, warum sie Tabellenführer sind und ja, das bei denen. Hätte Wiesbaden irgendwas anderes machen können jetzt in der zweiten Halbzeit? Ja, aber ich denke, da kommt ja genau das, was wir schon in den letzten Wochen gesprochen haben. Warum diese kleine Rotation? Und jetzt wäre es halt mal echt zum Vorteil gewesen, wenn er gewechselt hätte. Auch Hinblick auf die Playoffs, ne, richtig, die anstehen. Richtig. Und ich denke halt, die Brit heute wieder nicht gesehen, Serta, auch da gar nicht auf dem Feld. Ist halt schade für die Jungs. Ja. Aber wie Spitznagel immer so schön sagt, wir sind ja im Training richtig dabei. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das alles nicht so erbaulich ist für die Spieler, die ganze Zeit auf der Bank sitzen. Aber dazu sind wir so weit weg jetzt vom Team. Ja, ja, liebe Zuschauer, ich denke, wir hatten ein schönes Spiel hier in Wiesbaden. Richtig. Zumindest in der ersten Halbzeit für die Fans der Rhinos. Gerade in der zweiten Halbzeit, wenn sich die Anhänger des RSV gefreut haben. Ja. Die Hooligans sind auch ruhiger geworden. Ja, die Hooligans waren auch ein bisschen ruhiger. In der ersten Halbzeit sind sie auch so ein bisschen eskaliert mit ihren Trommeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem gut aussehenden Sebastian Spitznagel. Den weniger gut aussehenden Martin Schell. Genau. Ihr seht dann auch noch die Pressekonferenz. Zeltinger und Korda im Gespräch mit mir. Eventuell heute Abend noch, wenn nicht, dann morgen. Die offiziellen Worte der beiden Trainer bzw. Verantwortlichen. Spannende Wochen stehen vor uns, die EM steht an und wir sind wieder zurück. Gegen Thüringen. Auch wieder gespannt. Tolles Spiel. Bleibt gesund zu Hause, bleibt uns gewogen und bleibt sauber. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.